living for today. But I'm not the only one. Hope someday you'll join us. Die Oberfläche gespült. Wir sind jetzt im Union Square. Wir sind am Union Square und werden heute dann hochlaufen Broadway, Fifth Avenue, Empire State Building und erstmal zum Flatiron Building. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Park. Generell gibt es hier in New York viele kleine Parks mitten in der Stadt, neben dem großen Central Park. Das hier am Union Square ist auch ein kleiner Park. Wir bewegen uns jetzt Richtung Midtown. Das ist die Region, wo das Empire State Building ist. Wir haben auch für Michael zwei Flaschen Wodka gekauft, die hier in Amerika produziert werden. Damit die Leute besser auf Fenster fahren können. Es gibt hier in New York so unglaublich viele Gegensätze. Beispielsweise diese kleinen Häuser hier, eingerahmt von großen. Oder dann plötzlich so ein Haus dazwischen hier. So, ein paar Blocks weiter vom Union Square sind wir jetzt an der 23. im Madison Square Park. Und nachher sehen wir auch gleich das Flatiron Building. Genau, und hier zweigt der Broadway in die eine Richtung ab und die Fifth Avenue in die andere. Gut aufgepasst, cool. State Buildings, direkt daneben wird ein anderer Glaspalast gebaut. Vermutlich in diesem Fall nicht höher, aber das wird die hier auch nicht schrecken. Ach, da kann ich meinen Sicherheitsschutz auch noch. Machst du so lange? Ich filme da hinten das Haus. Das Gebäude hier überhaupt. Flatiron Building. Aha. Das sieht aus wie ein Bügeleisen. Wir gehen gleich nochmal in den Bügeleisen.
Nee, kann ich nicht. Das ist hier das berühmte Iron Building. Sieht aus Flat wie ein Flat Iron Building, sieht aus wie ein Bügeleisen. Das ist das Wohnhaus in New York, das Hochhaus in New York. Okay, kann man leicht schlecht fotografieren und filmen jetzt, weil wir Gegenlicht haben, aber okay, kann man sich sicherlich vorstellen. Ist am Broadway. Broadway. Das ist jetzt das Empire State Building. Wir sind jetzt in einem belgischen Bierlokal. Das ist aber auch alles ganz nett hier. Ja. Traut man den New Yorkern gar nicht zu. Du traust das den New Yorkern gar nicht zu. Aber ein belgisches Bier ist grundsätzlich erstmal shit. Times Square. Da wird es richtig chaotisch. Heidi war eben wieder stinky auf mich, weil ich gesagt habe, dass ich nicht aus dem Pappbecher Kaffee trinken möchte. Aber jetzt hat sie mich wieder lieb, stimmt's? Nee.